Hallo YouTube, heute möchte ich über eine Messung sprechen, die man als Entwickler ständig durchführt, über die man sich aber eigentlich keine großen Gedanken mehr macht, ja, die man eigentlich nur mechanisch durchführt, ohne sich groß zu überlegen, was man da eigentlich tut. Es geht heute um das Thema Durchgangsprüfung. Das kennt jeder von euch. Man schaltet das Messgerät auf Durchgangsprüfung und möchte zum Beispiel auf einer Platine einen Pfad verfolgen. Und prüft einfach, sind zwei Leitungen verbunden und durch das akustische Signal bekommt man dann die Rückmeldung. Was man allerdings bei dieser Messung leicht vergessen kann, ist, dass das Messgerät, um festzustellen zu können, ob zwischen zwei Punkten eine Verbindung besteht, eine Prüfspannung braucht bzw. einen Prüfstrom bereitstellen muss. Und wenn ich jetzt hier mal schaue, was Vorzeichen richtig, dann hat dieses Unity-Messgerät zum Beispiel eine Prüfspannung von 1 Volt. Das Ganze ist aber Hersteller- und geräteabhängig. Jetzt zum Beispiel die Prüfspannung von dem Flug 287 messe, dann sind das 5,4 Volt. Man sieht also, jedes dieser Geräte hat eine unterschiedliche Prüfspannung, um eine Durchgangsprüfung festzustellen. Wie viel ist es bei diesem Gerät? Bei dem Voltkraft VC49. Ja, 1,24 Volt ungefähr. Das bedeutet aber, wenn ich in einer Schaltung beispielsweise mit dem Flug 287 auf Durchgang prüfe, dann habe ich an meinen Messspitzen eine Prüfspannung von 5 Volt. Natürlich wird die hochohmig angebunden und im Idealfall kann diese nur ein paar hundert Mikroampere bis vielleicht zu wenigen Milliampere liefern. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wir hätten eine Prüfschaltung, an der wir irgendetwas auf Verbindung prüfen möchten und wir möchten einen Pfad verfolgen, dann greifen wir mit einer Spannung in die Schaltung ein. Das heißt, es ist im Prinzip gleichwertig, als würden wir ein Labornetzgerät einschalten, mit einem sehr, sehr begrenzten Strom, eine Spannung, hier in dem Fall von 5 Volt bereitstellen und willkürlich bei uns in der Schaltung eine Spannung einspeisen. Im Normalfall spielt es überhaupt keine Rolle, weil die Halbleiter keinen Schaden von nehmen. Aber wenn ich einen empfindlichen AD-Wandler habe zum Beispiel, oder einen hochempfindlichen Sensor oder einen Transistor zum Beispiel, einen Feldeffekttransistor mit besonderen Eigenschaften, dann kann ich den durch diese Spannungen unter Umständen beschädigen. Und wenn man schon in einer Schaltung messen muss, unbedingt, weil es halt schnell gehen muss und man möchte irgendeinen Pfad verfolgen, dann macht es zum Beispiel Sinn, dass ich auf die Polarität dieser Prüfspannung achte, dass ich nicht bewusst Teile meiner Schaltung verpolen kann. Zum Beispiel, wenn ich sagen will, ich möchte jetzt von diesem Punkt von dem Kondensator aus messen, ich möchte diesen Pfad verfolgen und wo ich dieses Kondensatorpotenzial hier irgendwo finde, dann weiß ich, hier an der markierten Stelle von dem Kondensator ist der Minusanschluss. Wenn ich jetzt mit der positiven Prüfspitze an die Minusseite gehen würde von dem Kondensator, und nehmen wir an, ich würde die Stelle jetzt verpassen, ich würde nicht den richtigen Pfad finden, sodass das Messgerät nicht piepst, dann könnte es sehr wohl sein, dass ich auf einem falschen Trace, auf einer falschen Leitung lande, die unter Umständen im schlimmsten Fall genau zu dem anderen Anschluss, nämlich der positiven Seite des Kondensators, zurückführt. Damit hätte ich den Kondensator mit 5 Volt verpolt. Und um das ausschließen zu können, gehe ich von vornherein mit der Minusseite
an diesen Kondensator. Im besten Fall, wenn ich jetzt die richtige Stelle finde, da das hier die Massefläche ist, kann ich zum Beispiel dahin gehen, dann piepst es. Im besten Fall erwische ich die richtige Position und es passiert gar nichts. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel dieses Trace hier erwischt hätte, dann hätte ich nichts anderes gemacht, als diesen Kondensator aufzuladen mit 5 Volt. Natürlich, nehmen wir an, das wäre ein 1 Volt Kondensator, dann wäre auch das nicht unbedingt gut. Aber so habe ich von vornherein vermieden, dass ich den Kondensator verpolen kann. Gleiches gilt zum Beispiel, wenn ich mir hier dieses IC anschaue. Im Normalfall ist dieser Pin Masse und dieser Pin, muss ich kurz schauen, ja, das hier, man sieht es relativ gut, hier ist der Punkt. Also ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das der Pin für die positive Versorgungsspannung. Wenn ich diesen jetzt suchen möchte hier auf der Platine, dann wäre es nicht gut, wenn ich mit der negativen Seite hier hingehe, an die positive Versorgung des ICs, weil wenn ich den Pin nicht erwische, kann es sein, dass ich einen Pfad erwische, der zurück zu dem IC, aber zum Beispiel zu der Masseseite führt, und auch dann hätte ich das IC verpolt. Deswegen würde ich in dem Fall mit der positiven Prüfspitze an den IC gehen, und wenn wir sagen, das könnte zum Beispiel ein, ja, der braucht hier irgendeine Niedervoltspannung, und die wird auf dem Board sicherlich durch einen kleinen Linearregler bereitgestellt. Könnte ich mir vorstellen, mögliche Kandidaten, die diese Spannungen bereitstellen, wäre zum Beispiel dieses IC hier oder dieses IC. Ich gehe jetzt einfach mal her und rate die Eingangsbelegung von diesen LM117 oder 1117. Ist Eingang, Masse, Ausgang. Also würde ich jetzt hier prüfen, ob das eventuell der Ausgang für diese Versorgungsspannung ist. Ich gehe dahin und ich merke, okay, direkt daneben gegriffen. Ist das falsche IC? Ich hatte doch noch eins. Ah ja, hier ist das zweite, der zweite Kandidat. Eingang, Masse, Ausgang. Ich gehe an diesen Pin. Und ja, es ist ein Volltreffer. Jetzt möchte ich nur mal schnell schauen. Das ist ein 3,3 Volt IC, ein 3,3 Volt LDO. Und man sieht, hier ist genau die 3,3 Volt Versorgungsseite von dem IC. Das heißt, so habe ich jetzt das IC nicht verpolt. Und die Möglichkeit, dass ich durch meine Prüfung die Baugruppe beschädige, zumindest ja, die Wahrscheinlichkeit reduziert. Ausgeschlossen habe ich sie nicht, weil ich könnte ja auch zum Beispiel Schaltungsteile auf meiner Baugruppe haben, die mit negativen Spannungen versorgt werden. Und genau da hätte ich dann natürlich daneben gegriffen, wenn ich hier auf die Polarität achte. Also man kann schon dadurch, dass man gezielt zum Beispiel an Kondensatoren mit der Prüfspitze mit der richtigen Seite geht, die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass man durch den Eingriff, durch den Messeingriff die Hardware beschädigt. Und auf diese Thematik wollte ich in diesem Video einfach kurz aufmerksam machen. Man wird jetzt nicht jede Beschädigung dadurch vermeiden können. Aber mir war es einfach wichtig zu zeigen, wenn ich so etwas durchführe wie eine ganz einfache Durchgangsprüfung auf einer Baugruppe, dann greife ich erstens in die Hardware ein. Die Prüfspitzen sind nicht neutral, sondern die treiben einen Prüfstrom, der im schlimmsten Fall meine Hardware beschädigen kann. Und zweitens, wenn ich so eine Messung durchführen muss und das Risiko ja quasi in Kauf nehme, dann kann ich es auch dadurch reduzieren, indem ich auf die Polarität achte. Und das ist halt etwas, das sehe ich selten, dass man bei der Durchgangsprüfung sagt, okay, ich achte hier auf die Polarität, sondern im Normalfall nimmt man einfach die Prüfspitzen und prüft irgendwie und achtet jetzt nicht darauf, wie die Polarität der Prüfung durchgeführt wird. Und das kann hier eben unter Umständen einige Schadensquellen ja vermeiden. Hier jetzt, wie zum Beispiel in dem Fall, ich gehe von vornherein mit meiner negativen oder mit meiner Minusspitze an den Minuspol des Kondensators, dann weiß ich, egal was ich hier mache, wenn der Pfad unglücklicherweise zu diesem Kondensator zurückführt,
wird er entweder, wie in diesem Fall, korrekt geladen oder aber ich treffe die andere Seite und dann habe ich natürlich eh den Jackpot. Okay, ich wollte nur auf diese Thematik aufmerksam machen. Vielleicht ist das Video für den einen von euch interessant. Lasst mich bitte in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht. Und bis zum nächsten Mal.